Der winzige Mario-Trupp nähert sich mit Riesenschritten Bowsers Burg. Doch da... Ja, was ist da? Toadette in Not! Hört mich an, kleine Freunde, ich brauche eure Hilfe! Dieser Hammerbruder verbeult meine Instrumente, vertreibt ihn bitte! Niemand will sich die Chance entgehen lassen, den Helden zu spielen. Ich liebe das noch immer. Doch nur ein Superstar mit der Macht der Sterne kann den Hammerbruder besiegen. Ja, wir spielen die nächste Party auf Toadettes Musikstube. Und ja, jetzt legen wir erstmal die Würfelreihenfolge fest und wir sind Dritter wieder. Wobei Dritter gar nicht mal so scheiße ist, muss ich sagen. Zweiter und Dritter ist eigentlich so okay. Erster ist nicht geil und Letzter ist auch nicht geil. Aber so in der Mitte drin ist eigentlich meistens ganz okay. Ja, jeder bekommt wieder 10 Münzen, so wie sich das gehört. Schöne Sache. Und wieso flackert der Greenscreen? Das gefällt mir nicht. Kurzes Licht mal aufgedreht. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser. So, lasst die Party beginnen. Freut mich, dass euch bisher, dass das Play so gut gefällt. Das freut mich wirklich. Oh, der Stern kostet nur 5 Münzen. Ah ja, das war die Besonderheit hier auf dem Brett. Bin ich dein Kumpel? Spast. Ja. Auf jeden Fall wunderschön. Ihr seid wahre Kumpels. Halt's Maul. Gut. Oh, oh, oh. Daisy zieht mit einer 9 gleich mal ziemlich weit nach vorne. Okay. Oh, oh, die bekommt gleich auf die Fresse von den Hammer, vom Hammerbruder. ja. Gut gemacht, Daisy. Da wurdest du ein bisschen zurückgeschleudert. Wunderschön. So, jetzt sind wir dran. Und würfeln eine 10. Ja, Daisy, komm. Na komm. Warte, Daisy, da bitte. Das ist ja super. Hey! Wunderschön. Ja, wir sind wahre Kumpels. Das ist ja. Ja, ich bin halt einfach ein Social Boy. Toad, geh mal bitte nach links. Vollidiot, er landet auf einem Hammerbruderfeld. die Computer sind jetzt auf den ersten Brettern hier echt noch scheiße, ne? Oh, scheiße, aber ihn hat's nach vorne geschleudert. Mann! Gut, 4 Spieler Minispiel. Seifensurfen, das ist ein cooles Spiel, das mag ich. Ja, können wir direkt loslegen. Einfach nur bewegen mit dem Steuerkreuz und dann hat sich die Sache. Okay. Wobei das hier mit dem Pro-Controller gar nicht so easy ist. Na, aber wobei, doch, geht ganz gut klar. Jawohl, die ist schon mal weg und der ist auch weg. Ich bin ein Profi. Ich werde für diese Aussagen hier schon noch früh genug auf die Fresse bekommen. Keine Sorge, Leute. Ich bekomme schon noch früh genug auf die Fresse vom Spiel. ja. Gut, machen wir mal weiter hier. Im Text. Gut, los Mario. Und alles klar, er zündet sich eine 9. Ja, das wird langsam kritisch. War aber gerade so, dass er nicht auch auf einem Hammerbruderfeld landet. Ich würde schon gerne den Stern für 5 Münzen haben. Die steigen ja dann im Preis immer um 5 Münzen, soweit ich das noch weiß. Ja, das heißt, es wäre ganz gut, wenn man relativ am Anfang sich die Sterne snackt, wo sie noch weniger kosten. Alter, was ist denn los, Mann? Oh. Komm, pass auf, wir machen so und gehen zum Metronom. Ach, warte, bin ich blöd? Ich dachte, ich lande auf dem Metronom. Wir landen also nicht auf dem Metronom. Oh, gut, dann bekommt halt Toad die Münzen. Wie er meint, ne? Die Party läuft bisher echt nicht gut für mich. Bisher läuft die echt nicht gut für mich. Das ist dezent scheiße. Ja, Na gut. Wir werden schon irgendwie überstehen, schätze ich. Und er landet... Oh, shit, er landet wieder auf einem Fragezeichenfeld. Für diese Darbietung hast du... Was? Hast du nichts? Was stand da? Egal.
ist auf jeden Fall nichts passiert und das ist das Wichtige. Wir spielen das Spiel Magnetathleten. Das war... ja, natürlich. Einfach nur den Fall stoppen, das ist easy. Da dürften die Typen eigentlich nicht viel können. Ne? Bin ich blöd? Was mache ich denn? Ja. Ich habe doch gesagt, das Karma wird zurückschlagen. Doch, ich dachte nicht, dass es so früh passiert. Scheiße. Das ist jetzt aber... ja, beschissen. Kacke. Das ist jetzt echt gerade dezent scheiße. Fuck. Ja, egal. Mario wird wahrscheinlich den... Nein, wird er nicht. Er hat nicht genug Münzen. Oh. Okay, alles klärchen. Geht sich da der Stern aus? Ich weiß es nicht. Hatte Mario eine 9? Ich bin mir nicht sicher, ob Mario eine 9 hatte. Ja, okay. Also gerade so. Aber das geht sich für mich nicht aus. Außer ich gehe jetzt auf den Metronom und würfel 1. Oh, warte. Nein. Ich würde gerne noch dieses Münztrickfeld platzieren. Keine Ahnung, hier am Start irgendwo in der Nähe. Ja, komm, hier kann man es, glaube ich, mal platzieren. So, und jetzt... Sag mal, was ist denn jetzt los hier? Jetzt reicht's aber auch. Und jetzt snackt sich Toad eiskalt den Stern. Wow, das ist schon ganz schön arschig. Das ist schon ganz schön arschig. Naja, wie auch immer. Ja. Die nächste Note. Was? Sowas kann nur in fucking Mario Party passieren. So, und jetzt sind wir im Kampfminispiel. Ein Kampfminispiel mit allen. Oh, okay. Alter. Sowas kann nur in Mario Party passieren. Holy shit. Globaler Gipfelkampf. Ah, das Spiel. Ja, das Spiel ist auch sehr cool. Das ist ein Shooter. Oh, damn. Mario. Oh, hallo. Oh. Hey, Leute. Was macht er denn? Jawohl. Wow. Hey, das ist Empire State Building. Hui. Jawohl, 3 Treffer. So macht man das, Leute. Ich snack mir alle Münzen. Damn. Ich bin der richeste Ficker im Lande. Ja, was? Die bekommen auch was? Und Daisy bekommen, weil es so lustig ist, noch eine Zusatzmünze. Aha. Na klar. Ja, klar. Spitzenreiter ist tot. Freundchen, gleich nicht mehr. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. LOL! Easy! Easy money, Freunde! Alter, ich hatte aber jetzt gerade schon das Herz in der Hose, ohne Spaß. Ich hatte das Herz gerade in der Hose, ohne Scheiß. Alter! Holy shit! Alter, nein! Nicht du auch noch, du blöde... Opfer! Wow, was?
Krass. Okay. Ja, die sind auf jeden Fall wahre Kumpels. Ja, wir zünden uns jetzt erstmal diese geile Note da, beziehungsweise den Stern ja eher. Und zack. Eine 6. Geht doch. Wir holen uns die Note D für 10 Münzen und erhalten dadurch einen Stern. Und damit sind wir ganz weit oben auf der Top-Liste. Um genau zu sein, 15 Münzen über Toadie. Und wir könnten... wir haben schon Chancen auf den nächsten Stern tatsächlich. Haben wir schon gute Chancen. Und wir gehen darüber, weil Item-Shop und so natürlich. Klar will ich den betreten, ist ja logisch. Und wir bekommen hier, willkommen im Itemladen, yo moin, was geht? Natürlich den Zweimalwürfel, das ist ja klar. Ja, ich möchte schon noch ein Item kaufen. Und zwar, was kann denn der Halbblock? Der Würfel zählt nur von 1 bis 5. Okay, nee, brauche ich nicht. Teleblock teleportiert dich vor dem Würfeln. Brauche ich auch nicht. Schnapp dir ein Item eines Gegners. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich schnapp mir einfach zweimal hier, oder... Komm, weil es so geil ist, einfach dreimal den Zweierwürfel. Holy shit. So, ich will kein Item mehr. Dankeschön. Für diesen sehr billigen Einkauf. Vielen Dank. Nein. Lol. Lol, Freunde. Wieso? Wie habe ich das verdient? Hey, das ist aber... Oh, ich dachte, ich bekomme die minus 3. Ach so, ich dachte, ich werde jetzt... direkt in die Musiknote hineingelauncht. Aber nein, Alter, ich hätte schon gedacht, was geht denn jetzt ab? Nein, ich wurde nicht direkt in die Musiknote hineingelauncht. Das wär's jetzt gewesen, ohne Spaß. Ja, gut. Ja, Mario bekommt auch wieder ein paar Münzen. Wunderschön. Aber wir haben auf jeden Fall eine sehr realistische Chance auf einen weiteren Stern. Und spielen jetzt erstmal Kirschenkatapulte. Touchpen, Kirschen drehen. Oh, Touchpen. Ja, da muss ich wieder mit der Maus spielen. Ich lasse hier den großen Screen, Leute, damit ich hier besser spinnen kann. Das geht mit der Maus nicht, Mann. Das geht mit der Maus nicht. Mann, scheiß Touchpen-Spiele. Das funktioniert mit der Maus einfach nicht, okay? Habt ihr schon mal probiert, mit der Maus Kreise zu ziehen? Ja? Hat sicher nicht gut ausgesehen. Habt ihr dann schon mal probiert, ganz schnell Kreise zu ziehen? Vergesst es. Warte mal, was? Toad? Was machst du denn? Jetzt ist der wie ein Spitzenreiter.